1966 wurde die Schul- und Volkssternwarte auf dem Hohenloh in Suhl eröffnet. Bereits 2 Jahre vorher entstand die Idee vom Bau durch den Mathematik- und Astronomielehrer Rolf Henkel, der damals Leiter der Bezirksstelle für Unterrichtsmittel war. Also die Schul- und Volkssternwarte war unter dem Gesichtspunkt errichtet worden, um den Schülern in Suhl und im weitesten Umkreis den Schülern die Gelegenheit zu bieten, hier zu einem ersten Blick auf den künstlichen Sternhimmel zu werfen, um sie zunächst einmal zu interessieren für den Lehrstoff, der ihnen dann im Astronomieunterricht an ihrer Schule geboten wurde. Mit der Fürsprache des Astronomen Kuno Hofmeister, der Leiter der Sonneberger Sternwarte war, wurden die benötigten Geldmittel durch die Schulbehörde bereitgestellt und es konnte mit dem Bau begonnen werden. Im Mai 1965 erfolgte der Spatenstich. Die Sternwarte auf dem Hohenloh war kein Planbau, sondern entstand in Eigeninitiative von hunderten Schülern, Bauarbeitern und Einwohnern der Stadt Suhl. So gelang es im Laufe von 4 Jahren, nach und nach die einzelnen Bauteile zu errichten. Zunächst erstmal das Sternwartentürmchen mit 3 Meter drehbarer Zeisskuppel. Dort konnten wir auch zuerst unser kleines Spiegelteleskop aufstellen. Erst nach dem Bau der Sternwarte wurde mit dem Bau der Versorgungsleitungen für Wasser, Gas und Strom begonnen. Über 400 Meter mussten ausgeschachtet werden. Viele Suhler Schulklassen halfen bei den Schachtungsarbeiten. Bis 1969 entstanden dann noch weitere Gebäudeteile wie Hörsaal, Büroräume und das Planetarium. Durch die Unterstützung eines landwirtschaftlichen Baubetriebes aus Wichtshausen konnten wir dann das Planetariumsgebäude errichten, also den Rundbau mit 8 Meter Durchmesser. Und durch private Unterstützung aus Eilenburg konnten wir dann auch diese Kuppel errichten, die ja Voraussetzung war, dass mit dem Zeiss-Sternprojektor, damals war es ZKP1, Zeiss Kleinplanetarium 1, konnten wir dann den künstlichen Sternhimmel aufleuchten lassen. Am 14. Juni 1969 war es dann soweit, dass wir die gesamte Einrichtung feierlich eröffnen konnten. Bis zum heutigen Zeitpunkt dient die Sternwarte und das Planetarium Schülern und allen anderen Interessierten als erster Einblick in die Astronomie. Schon seit der Eröffnung ist die Sternwarte für jedermann zugänglich. Einblicke in den Sternenhimmel, die Planetenkunde oder die Entwicklung in der Raumfahrt werden hier von Dr. Olaf Kretzer, dem Leiter der Sternwarte und dem Verein Suhler Sternfreunde weitergegeben. Die Sternwarte wird halt von vielen verschiedenen unterschiedlichen Gruppen verwendet. Wir haben natürlich einmal hauptrangig natürlich den Schulzweck, weil die Sternwarte ist Haus 3 der staatlichen Genossen Suhl, das heißt, hier findet der Unterricht statt. Wir kommen also zum Unterricht hier hoch. Dann haben wir für die anderen Schulen Suhl, die Regelschulen, die ja Astronomie verpflichtend haben, Blockunterricht hier oben, aber auch für andere Gymnasien aus der Region, die kommen jetzt zum Blockunterricht hier hoch. Der zweite Teil ist natürlich für die Kinder, die im Schullandheim aufenthalten sind, Wandertage machen oder einfach auch im Rahmen von der Grundschule eine Veranstaltung zu Jahreszeiten, beispielsweise zur Sonne, was auch Lehrplan ist, unterrichtet werden. Und dann durch solche Sachen wie Kindergeburtstage, Namensgebungen, Firmenfeiern, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, sehr viele verschiedene Firmen, die wir haben und natürlich nicht zu vergessen das Standesamt. Das heißt also, wir haben natürlich hier auch die himmlischen Hochzeiten. Also ich denke mal, sehr breiter Raum, der auch, sagen wir mal, vom Alter her, der Besucher von 4, 5 Jahre geht bis, also offenes Ende, sagen wir es mal so. Viele Schulklassen kommen aus dem gesamten Südthüringer Raum, um die Sternwarte zu besuchen. So auch die Grundschüler aus Streufdorf bei Hildburghausen. Zur Einführung gab es einige Informationen über die Erde und den Mond. So, der Mond dreht sich auch um sich selbst, aber die Erde läuft auch noch um die Sonne. Das heißt, du läufst jetzt mal, drehst dich mal weiter, dann läufst du mal zur Tür. Ganz langsam, damit du den Mond nicht verlierst. Na komm, Mond, weiter, weiter und drehen, Erde drehen. Ja, wir stehen sozusagen vor dem
Zentrum der Einrichtung von Planetarium. Hinter uns der Planetariumsprojektor, der seit 1977 seinen Dienst erfüllt. Und hinter uns natürlich auch die 8-Meter-Kuppel mit ihren 56 Plätzen, die wir eben für die Veranstaltung nutzen. Es ist natürlich der Hauptraum der gesamten Einrichtung, das ist ganz klar, weil Sternwarte und Raumfahrtausstellung und Hörsaal sind sicherlich schöne Ergänzungen, aber das Zentrum ist natürlich das Planetarium. Die Ausstellung befasst sich mit unserem Planetensystem und der Raumfahrt. Hier erfährt man unter anderem, wie eine Toilette bei Schwerelosigkeit funktioniert. Zusätzlich gibt es immer wieder Wechselausstellungen mit interessanten Themen. Tatsächlich natürlich ist klar, haben wir die Klassen aus direkten Umgebungen, das heißt, ich möchte mal sagen, Zermelis, Schleusingen, Schmalkalden, Meiningen, Oberhof, die Region und die Schulen, die dort entsprechend die Astronomielehrer haben. Denn man muss auch dazu sagen, das hängt natürlich auch stark von den Lehrern ab. Also wir haben regelmäßige Kontakte und Besuche halt aus Meldestadt, aus Coburg und auch aus Schweinfurt. Und seit 3-4 Jahren auch Autobahnanbindung dank Erfurt. Also Erfurt hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren, weil sie sagen, okay, ist für uns kein Thema mehr, nach Suhl zu kommen. Und da haben sich auch feste Beziehungen herausgebildet schon. Wir haben natürlich mit dem demografischen Problem zu kämpfen. Also in den 90er Jahren im Grunde genommen haben wir ja haufenweise Grundschulen. Das hat sich durch deutlich reduziert aufgrund auch der Schulschließungen. Aber es hat sich so einen Wert von so 12.000 bis 13.000 Besucher pro Jahr eingestellt. Wir sind eigentlich stolz drauf, weil trotz sinkender Einwohnerzahl von Suhl nach der Umgebung, das ist nicht nur auf Suhl begrenzt, ganz im Gegenteil, konnten wir diesen Wert halten, sogar einen leichten Zuwachs erzielen. Dieser breite Konsens, Schule, Tourismus, Kultur, Hochzeiten, dieser Mix, der sichert uns eigentlich im Augenblick die Besucherzahlen und der wird uns auch ein bisschen Optimismus verleihen, in Zukunft zu schauen. Der Verein Suhler Sternfreunde e.V. engagiert sich sehr stark für das Interesse an der Sternwarte. Selbstorganisierte Veranstaltungen stehen genauso auf dem Programm wie die Unterstützung bei Projekt- und Seminarfacharbeiten von Schülern. Der Verein hat zurzeit 30 Mitglieder und immer wieder kommt Nachwuchs aus den Schulen dazu. Und was die Modellvielfalt hier anbelangt, das sind also auch sehr viele Schüler mit beteiligt. Wir haben zum Beispiel vorne im Hörsaal Anordnungen von Planeten an der Decke. Das ist also ein mechanisches System, wo man direkt einstellen kann die Stellung der Planeten zueinander an einem ganz bestimmten Tag. Das ist auch so angedacht, dass dort Schüler selbstständig, sage ich mal, sich mit den Daten aus dem Netz beschäftigen und dann danach diese Einstellung machen können, sagen, das ist heute beobachtbar, das ist nicht beobachtbar. Also auch Vorbereitung auf solche Beobachtungen. Und das ist eigentlich dann immer die Krönung, wenn man sagt, Beobachtung ist die Hauptmethode, wo man was herbekommt, wo man aus der Natur etwas entnehmen kann. Und insofern macht das für Schüler dann auch Sinn und Laune, wenn sie dann hier oben sind und sagen abends auch mal Abendbeobachtung, das habe ich noch nie so gesehen. Dann sind die auch mal daran interessiert, wenn sie mal alleine unterwegs sind oder mit Kumpels, zu sagen, oh, kenne ich, habe ich schon gesehen. Das ist eben das Schöne an der ganzen Geschichte. Ich würde mich als Mitglied des Vereins Suhler Sternfreunde darüber freuen, wenn Interessenten an der Astronomie, an Beobachtungen, an technischen Gerätschaften vielleicht auch mal wieder den Weg zu uns finden würden, vielleicht auch den Verein stärken würden. Wir sind immer offen für viele astronomische Fragen, die werden auch bei uns intensiv diskutiert. Wir haben auch ein intaktes Vereinsleben dazu. Aber was eben dann auch vielleicht noch eine Botschaft nach draußen wäre, diese Einrichtung, wenn sie denn vorhanden ist, nutzen, nutzen, nutzen. Über das ganze Jahr verteilt finden verschiedenste Veranstaltungen für Groß und Klein statt. Gagarin, Armstrong und wie weiter. Der Stern von Bethlehem und vieles mehr. Für jeden ist etwas dabei. Jeden Mittwoch findet eine Planetariumsvorführung zum aktuellen Sternenhimmel über Suhl statt. Im Anschluss daran kann man bei wolkenlosem Himmel das erlernte Wissen bei einem Blick durch das Spiegelteleskop anwenden. Also wir haben uns vor
einigen Jahren dazu überlegt, wie können wir mal ein besonderes Highlight in der Jahresgeschichte der Sternwarte schaffen. Und da bietet sich natürlich der Gründungstag der Sternwarte an, der am 1.12.1966 war. Und wir haben deswegen an jedem 1. Dezember Wochenende einen südthüringischen astronomischen Tag. Und damit wir viele Leute hier hochziehen, nicht nur die astronomisch Interessierten, sondern auch vielleicht Lehrer, die, sagen wir mal, als Fortbildungsmaßnahme überhaupt als Einstieg das Ganze nutzen, haben wir da immer 4, 5 Vorträge, manchmal auch mehr, je nachdem. Man könnte sagen, ein Tag der offenen Tür eigentlich für die Sternwarte. Und jedes Jahr versuchen wir das unter bestimmten Übertitel zu stellen. Dieses Jahr war es die Zeit. Vor einigen Jahren haben wir die Bedrohung aus dem All oder die Sonne oder die Planeten. Dass wir einen roten Faden halt in der Veranstaltung haben. Und das werden wir natürlich dann auch nächstes Jahr fortführen. Was wird sich dann im Laufe des Jahres zeigen, was für ein Thema halt interessant ist. Das größte Geburtstagsgeschenk hat die Sternwarte von Suhl selbst bekommen. Der Stadtrat bekannte sich einstimmig für die Erhaltung der Sternwarte. Das wiederum war die Forderung des Landes, um langfristige Investitionen tätigen zu können. Denn aufgrund der schwierigen Haushaltslage ist es der Stadt Suhl nicht möglich, die erforderlichen Mittel aufzubringen. Und das ist nicht wenig, denn immerhin ist das Gebäude 45 Jahre alt und neben der Infrastruktur muss auch die Technik erneuert werden. Bleibt also nur zu hoffen, dass der Blick in die Sterne rosig aussieht und genug Sterntaler zusammenkommen für die Erhaltung der Sternwarte in Suhl.